Moin, Eschede. Wer hätte das nach all den trockenen Jahren gedacht? 2023 ist noch nicht am Ende. Schaffen wir die 1000-Liter-Schallmauer beim Jahresniederschlag? Hier die Aschau-Seenplatte in Höhe des Escheder Schützenhauses. Der geflutete Aschau-Wanderweg nördlich vom Escheder Freibad Fresh. An der Habichaus der Mühle entfaltet die Aschau gewaltige Kräfte. Auch ganz schmale Gräben werden schnell zum Heide-Amazonas. Trübes Wasser deutet auf erhebliche Sandfrachten hin. Ein Teststau im Enderholzer Lausemoor soll das Wasser länger in der Fläche halten. Der Lusserit ist auch mal wieder voll und wir haben 2023 eines der nassesten Jahre seit vielen Jahren. Wir haben schon über 900 mm Niederschlag in diesem Jahr, wobei im Laufe der letzten Jahre, wenn sie feuchter waren, wir maximal 600 mm Niederschlag hatten. In den trockenen, heißen Jahren hatten wir höchstens 400, 350 mm und haben dies Jahr im November schon die Spitze mit heute am 24. oder 25. November mit 125 mm. In diesem Buch schreibe ich seit über 15 Jahren täglich die Niederschlagsmengen und die Tageshöchst- und Tiefstemperaturen auf. Die geplante neue Tennet-Stromtrasse vorbei an Eschede entwickelt sich zum Aufreger. Massiver Protest kommt aus Lohe. Dort fühlt man sich förmlich eingekesselt von Hochspannungsmasten direkt vor der Haustür. Nicht nur in Lohe gibt es Zweifel an der Ostvariante. Vielleicht auch, weil die Argumente gegen die Westalternative direkt an der Bahntrasse entlang ausgesprochen schwammig rüberkamen. Auch diese Woche beim Bürgerdialog in Habichhorst. Ja, die bestehende Stromleitung zwischen der Elbe bei Geesthacht und Wale bei Braunschweig, die auch hier durch die Gemeinde Eschede führt, ist ein bedeutender Transportkanal für grünen Strom aus dem Norden in den Süden. Und zugleich auch wichtig für die Aufnahme von Strom, der hier in der Region erzeugt wird, aus Windenergie, aus Solarenergie. Und deswegen haben wir im Rahmen der Energiewende den gesetzlichen Auftrag, die bestehende Leitung zu verstärken, um die Kapazität für den Transport von grünem Strom zu erhöhen. Wir haben uns hier in unserem Vorschlag für die östliche Variante entschieden, weil wir hier ungefähr nur ein Drittel des Waldeingriffs verursachen wie bei der westlichen Variante. Zudem hätten wir bei der östlichen Variante, sind wir gezwungen, die Bestandsleitung mit umzuverlegen, sodass auch über den gesamten Aschau-Teich ein Rückbau möglich wäre. Gleichzeitig haben wir sowohl bei der östlichen als auch bei der westlichen Variante alle menschlichen Belange im vollen Umfang berücksichtigt und halten diese ein. Und somit ist in der Abwägung hier sich für die östliche Variante entschieden worden, von unserer Seite. Kann losgehen. Wir bevorzugen eine ganz andere Variante oder eine ähnliche Variante. Und zwar möchten wir, dass hier südlich von Unterlüß die Leitungen komplett mit aufgenommen werden. Dann würde es hier an der Bahn längs führen, hier unten Richtung Eschede, hier ein Stück auf die Bestandstrasse und dann hier um Eschede drumherum gehen. Das wäre für uns eine gute Variante, weil hier unten Eschede auch entlastet werden würde. Die Aschau-Teiche, die Lohr-Teiche werden entlastet und eben auch hier das Gebiet in Lohe wäre komplett entlastet. Volkstrauertag 2023 in Eschede mit internationaler Beteiligung. Irina Kanischewa, die im vergangenen Jahr mit Mann und 4 Enkelkindern aus Kharkiv in der Nordostukraine floh, berichtete von ihrer Aufnahme hier in Eschede. Ihre Rede wurde übersetzt von der Russin Anastasia Novoselova, die auch wegen dieses Krieges in der Ukraine im vergangenen Jahr mit Mann und 2 Töchtern Moskau den Rücken kehrte
und im Dezember vergangenen Jahres hier in Eschede eintraf. Und vom 12-jährigen Bürgerkrieg in Syrien berichtete aus erster Hand Husam al-Zubi. Die Adventszeit steht vor der Tür und unsere Weihnachtsmärkte. Nächsten Sonnabend in Eschede an der Johanneskirche, Sonntag dann auf dem Dorfplatz in Höfer. Die Höferaner wollen sich an den Adventssonntagen immer für eine Stunde treffen unterm Tannenbaum. Schöne Idee. Der lebendige Adventskalender in Eschede hat noch kleine Lücken. Wer füllt sie am 5., 19., 22. und 23. Dezember mit spontanen Beiträgen ohne großen Aufwand? Das Familienbüro im Rathaus freut sich. Und Moin Eschede freut sich auf eine Woche Verschnaufpause jetzt zu Beginn der Adventszeit. Wir sehen uns übernächste Woche wieder.